Geht mir aus den Augen, Missgeburt. Hexer, ihr dürft euch nähern. Der Wett holt mir etwas Wein. Von dem Pagen am Ende des Flurs. Euer Hoheit? Jetzt können wir ungestört reden. Erzählt mir etwas über die Hexer. Und bitte versteckt euch nicht hinter eurem Kodex. Was wollt ihr wissen, Herrin? Was haltet ihr von Politik? Für mich ist Politik wie das Beisammensein mit einem Liebhaber. Findet ihr nicht auch? Nicht ganz. Die Ähnlichkeiten sind unübersehbar. Der Vergleich beeindruckt mich. Habt ihr euch je an den schönen Künsten versucht, eure Hoheit? An den schönen Künsten versucht, eure Hoheit. So übel ist die Küche von Nilfgaard. Politik wie das Beisammensein mit einem Liebhaber. Was muss man... was? Der Vergleich beeindruckt mich. Habt ihr euch je an den schönen Künsten versucht, euer Hoheit? Ich bin gezwungen, alles mögliche Zeug zu studieren, aber Bücher langweilen mich und Dichtung meistens auch. Genau. Bücher sind etwas für Langweiler. Vergesst es, zurück zu unseren herumwatschelnden Liebhabern. Wisst ihr, Hexer, Politik ist einem Stelldichein nicht unähnlich. Es beginnt mit dem Vorspiel, scheuen Blicken, Gesprächen. Seht die Hexe dabei Leuwarden. Jetzt schaut euch unseren edlen Erkin und die Höflinge an. Der Tanz wird kühner, fummeln und so weiter. Dann überkommt einen das Verlangen, sich stürmisch zu vereinigen, wie Tiere. Aha. Zuletzt bleibt nur eine zur Gewohnheit gewordene Kopulation, bar jeder Leidenschaft. Velerat und Devet zum Beispiel. Verzeiht, euer Hoheit. Frosch im Hals. Wir sind beide erwachsen, Geralt. Wir wissen um das Verlangen der Männer. Wir sind nicht alle gleich, zum Beispiel haben... Was? Wir sind nicht alle gleich. Ich zum Beispiel habe kein Interesse, mich in die Politik einzumischen. Ihr könntet recht haben, eure Hoheit. Macht, Sex, beides läuft auf dasselbe hinaus. Andere aufs Kreuz zu legen. Das ist auch sehr schön. Der hier unten ist echt super eigentlich, der Satz. Der Satz ist hervorragend, der fasst das sehr gut zusammen. Ich muss mir diesen Satz auf jeden Fall merken, der ist echt gut. Ihr könntet recht haben, eure Hoheit. Macht, Sex. Beides läuft auf dasselbe hinaus. Andere aufs Kreuz zu legen. Darf ich eine Frage stellen? Fahrt fort. Welche Meinung hat der König dazu? Ich meine natürlich zur Politik. Eine langweilige Frage. Ich habe Hunger und hier gibt es keinerlei ansprechende Speisen. Ich kann Kaviar und Rebhuhnzunge nicht mehr sehen. Was begehre ich am meisten? Ich hab's. Wenn ihr mir bringt, was ich am meisten begehre, beantworte ich eure Frage, wie langweilig sie auch sei. Meine Neugier wird unbefriedigt bleiben. Erlaubt mir, Herrin, mich zu entfernen. Ich werde bald zurück sein, eure Hoheit. Ich muss mit Velerat über Adas Vorlieben sprechen. Ich brauche mehr Zeit, eure Hoheit. Geschwind, meine Geduld ist begrenzt. Jawohl, Prinzessin. Jetzt wollte ich gerade sagen, was für eine Prinzessin, aber ja, sie ist ja auch eine Prinzessin. Wisst ihr, was die Prinzessin gern isst? Bringt mir was Stärkeres zu trinken, dann reden wir. Wird gemacht. Immer mit der Ruhe, Stadtvogt. Das Fest fängt doch erst an. Ich höre zu. Oh, viel besser. Die Prinzessin hatte eine schwere Kindheit. Von daher rührt ihre Vorliebe für blutiges, rohes Fleisch. Wir versuchen, das herunterzuspielen, aber... Verstehe. Noch etwas? Thala ist wütend. Seine Geheimagenten durchkämmen das ganze Reich, um ihr Leckerbissen zu beschaffen. Danke. Lebt wohl. Okay, also gut. Blues, rotiges Fleisch. Kann es sein, dass der Fluch noch nicht ganz aufgehoben ist bei ihr? Dass das immer noch so Nachwirkungen sind einfach? Geralt. So. Wisst ihr,
was das Leibgericht der Prinzessin ist? Genau so einen Scheiß müssen wir wissen. Als Geheimagenten. Schattenfiguren. Na klar. Wie heißt das Gericht? Thaler macht nichts umsonst. Bringt mir von nebenan den Brief aus dem Kästchen mit dem temerischen Wappen. Seid diskret. Aber... Dann verrate ich euch an das Leibgericht. Wie ist es gelaufen? Ich habe es nicht geschafft. Ich komme wieder. Nächstes Zimmer. Kiste mit dem Wappen Temeriens. Ist das so schwer zu verstehen? Ja, ich lasse mich hier gerade echt in irgendwas reinziehen. Chris! Keine Zeit, Geralt. Ich muss mit Leuwarden reden. Ich bin gerade beschäftigt. Chris, hilf mir doch mal. Vor allem, weißt du, seid diskret. Warten doch nicht, dass wir die ganze Nacht... Hey, da war eine Kommode. Geht mir aus den Augen, Missgeburt. Fremde Länder. Geheimnisvolle Notiz. Natürlich. Was macht ihr hier? Ich habe das Klo gesucht. In der Kiste? So. Ich will nicht betrunken durch die Gegend laufen, ich probiere das mal. Das geht euch nichts an. Verschwindet. Ihr wagt es? Wisst ihr, wen ihr vor euch habt? Nein, aber ich weiß von einem Schwerthieb, der das Opfer mit einem Ohr, einer Wange und einem halbierten Kiefer zurücklässt. Die Leute überleben. Aber Flöte spielen ist nur eins der Dinge, die sie dann nicht mehr beherrschen. Ich muss weiter. Wohlhabender Kaufmann. ich muss weiter. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut war. Wie ist es gelaufen? Aalglatt. Hier ist der Brief. Ich mach, ich wollte ihn lesen noch. Ihr seid ein guter Agent. Ich übertreibe. Eine Ziege wäre genauso gut. Redet endlich. Was ist Adas Lieblingsgericht? Katoblepas. Was? Vor einiger Zeit kam ein Irrer, der Ähnlichkeit mit euch hatte, nach Visima, und sagte, nichts käme wohl zubereitetem Katoblepas-Fleisch gleich. Ihr macht Witze. Überhaupt nicht. Seither jagen meine Männer heimlich Katoblepas. Auf dem Markt kostet es mehr als eine gute Hure. Wie wird das Fleisch zubereitet? Oh, wahrscheinlich. Das ist Sache des Stadtvogts. Ich schmuggle das Katoblepas hinein, aber ich weiß nicht, wie man es zubereitet. Ich will eben noch mal laden. Ich würde gerne den Brief lesen. Oder ich versuche ihn zu lesen, sagen wir es mal so. Das wäre noch sehr toll. Na komm, so, zack. Ja, komm her. So. Was? In der Ja. Das. So, okay. Geheimnisvolle Notiz. Der Brief wurde hastig und mit schludriger Handschrift geschrieben. Rechte Maustaste drücken, um ihn zu lesen. Die Form wurde gemäß der Richtlinien erstellt. Der Handwerker ist bereit für immer fort. Sorgt dafür, dass alle anderen Spuren verschwinden. Niemand soll beweisen können, dass wir für sie die Fälschung... Was? Dass wir für die Fälschung verantwortlich sind oder eine Verbindung zwischen mir und euren Vorgesetzten finden. Ihr wisst, was mit dem Rest zu tun ist. PS, kümmert euch um den Hexer. So, was ist das hier? Fremde Länder. Das Buch beschreibt etliche Regionen in der Welt, darunter Serikanien, Redanien und das Kaiserreich Nilfgaard.
Das Kaiserreich Nilfgaard ist riesig. Einst war es nur ein kleines Königreich, doch es wuchs und eroberte und assimilierte die benachbarten Völker. Heute nennt man alle Menschen des Südens Nilfgaarder, doch nicht alle hören dies gern, da manche sich ihre nationale Identität bewahrt haben. Nilfgaard wird von einem Kaiser und Tyrannen beherrscht. Er duldet keinerlei Opposition und kennt keine Gnade. Manche nennen ihn Weiße Flamme, die auf den Gräbern ihrer Feinde tanzt. Sein Symbol und das Symbol des Reiches ist eine silberne Sonne auf schwarzem Hintergrund. Bemerkenswert ist, dass ein Vasall des Kaisers die Herrscherin des Blumentals ist. Okay. Orte Redanien. Orte Nilfgaard. Wolfskopf. Ich trage den Wolfskopf die ganze Zeit mit mir rum übrigens. So übel ist die Küche von Nilfgaard gar nicht. So. Und die Kammer zu sich. Zu speichern. Haben wir das? So. So. Ah, ihr werdet ein... Ich... Rekato... Was? Vor... Ihr macht... Überhaupt... So. Wie wird das... Das ist... Okay. Gera... So. Ich... So, hi. Oh, viel besser. Die Prinzessin hatte eine schwere Kindheit. Von daher rührt ihre Vorliebe für blutiges, rohes Fleisch. Wir versuchen, das herunterzuspielen, aber... Verstehe. Noch etwas? Thaler ist wütend. Seine Geheimagenten durchkämmen das ganze Reich, um ihr Leckerbissen zu beschaffen. Danke. Ach so, Moment, ich wollte hier mal die Quest nochmal lesen. Sekunde. Kataplophas? Kletoplaphas? Wie spricht man das aus und wo zum Henker kriegt man es her? Ich glaube, ich brauche ein Wunder. Oder Magie. Triss, ich muss für Ada Katoblepas-Fleisch beschaffen. Ich brauche ein Wunder oder Magie. Triss. Schatzi, ich brauche Hilfe. Geralt? Das ist wichtig, Triss. Was ist wichtig? Ada weiß etwas. Ich glaube, ich kann sie zum Reden bringen. Wirklich? Diese verwöhnte kleine Füchsin. Sie will Katoblepas. Am liebsten blutig. Macht ihr Witze? Nein, Triss. Würdet ihr etwas für mich herbeizaubern? Bitte. Es ist sehr ungehörig, auf Festen zu zaubern. Ich sorge für Ablenkung. Das mache ich besser allein. Triss, Brot, sag mal. Was? Katoblepas-Tata, blutig. Für die Prinzessin. Danke, Triss. Wisst ihr, dass ich auch Orgasmen herbeizaubern kann? Da sind mir die traditionellen Methoden lieber. Ich komme zu euch, wenn ich mit Ada gesprochen habe. Was? Verzeiht, Geralt. Ich muss mit Leuwarden reden. Ich bin gerade beschäftigt. Wisst ihr, was Morden beim Turnier getan hat? Helft mir auf die Sprünge. Wir trafen zu Pferden. Ich bin manchmal einfach nur von diesen Dialogen, ich bin einfach nur erstaunt. Das ist so... Was? Habt ihr etwas Leckeres für mich? Aber sicher, meine Süße. Was... Tatar vom Katoblepas, roh mit einer Prise Pfeffer und einem ungekochten Eidotter. Tatar vom Katoblepas, roh mit einer Prise Pfeffer und einem ungekochten Eidotter. Ihr wisst, wie man eine Frau erfreut. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Eure Hoheit. Ich gewähre euch eine Privataudienz. Kommt in 5 Minuten in meinen Alkoven. Wir machen Politik. Und Politik hat große Ähnlichkeit mit einem Stelldichein. Oh nein.
in ihren Alkoven ein. Vor allem, weißt du, Alkoven, das klingt so, als wäre ich gerade im Borg-Kubus. Ich bin gleich für euch da. Gebt uns einen Augenblick, bitte. Ja, Triss, ich bin gleich für euch da. Ich würde gebt das, uns einen Augenblick. Ich würde das gerne vorher mit dir klären. Zeit, Geralt. Ich muss mit Leuwarden reden. Ich würde das gerne mit dir klären, bevor ich da... Gebt uns einen Augenblick, bitte. Die Triss wird mich hassen. Es gibt doch nichts Schöneres als eine kleine Auszeit. Ach komm, hier. Es gibt... Lebt. Das Essen ist sicher ganz schnell weg. Die Triss wird mich hassen wie die Pest. Triss! Ich bin gleich für euch da. Gebt uns einen. Ich würde das gerne vorher mit erklären. Hallo? Geht mir aus den Augen, Missgeburt. Oh, das wird super. Entweder bringen sie uns jetzt gleich um oder... Endlich. Also dann Politik. Aber leise. Man soll uns nicht hören. Mhm. Eure Hoheit versprach mir eine Antwort, wie ihr befehlt. Eure Hoheit versprach mir eine Antwort. Worauf wartet ihr? Zieht euch aus. Euer Hoheit. Ich werde zu gegebener Zeit antworten. Doch jetzt muss ich wissen, ob die Legenden über euer Schwert übertrieben sind. Oh Gott. Jetzt passt auf. Nur aus Spaß mache ich das. Ich möchte nur wissen, was passiert. Ich werde danach wieder laden. Ich möchte es einfach nur interessieren. Wie ihr befehlt. Ich will es nur wissen. Das will ich wohl meinen. Nur fürs Let's Play, für euch. Hat sie nicht gerade noch was angehabt? Oh. Ja. Okay. Das muss ich wieder zensieren, natürlich. Geralt, ich habe mit Declan gesprochen. Und? Ihr solltet miteinander reden. Wieso sollte ich ihm meine kostbare Zeit opfern? Er wird euch ein Angebot machen. Ihr solltet es annehmen. Seid ihr sicher, ihr benutzt mich nicht als eines eurer Werkzeuge? Nur im Bett, Hexer. Nur im Bett. Aha. Was ist das Geschenk Laras? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte. Aber ich werde mich kurz fassen. Das will ich Lara gar nicht. Doran Ebshiadal war keine normale Elfin. Eher so etwas wie eine genetische Bombe. Sie sollte sich mit einem anderen genetisch veränderten Individuum vereinigen und ein noch außergewöhnlicheres Kind zur Welt bringen. Dazu kam es jedoch nie. Lara verliebte sich in Krenegan von Loth, einen Magier, einen Menschen. Die Wege von Laras und Krenegans Kindern, den Kindern des älteren Blutes, ließen sich nicht so leicht verfolgen. So kam es, dass die Zauberer, die den ganzen Plan ausgeheckt hatten, die Kontrolle über ihr wertvolles Gen verloren. Aha. Findet ihr dieses Fest auch so langweilig? Schwebt euch etwas Interessanteres vor? Zu Hause, Geralt. Zu Hause. Hexer. Wegen meiner Identität. Schon Fortschritte gemacht? Ich analysiere das alles noch. Okay. Ich lade mal, ich will das nicht drin haben. Ich möchte wirklich mal versuchen, zumindest so ein Stück weit, weißt du, so auf... Na, so mit Triss und so. Ich möchte es wirklich versuchen. Es ist echt schwierig. Aber mich interessiert natürlich, was mal alles passiert. Vor allem, endlich. Das Medaillon also hat mega gebebt bei ihr. Entweder, weil wir so zur Sache gingen. Eure... Worauf war? Euer Ho... Ich werde... So. So, okay. Ich muss ablehnen. Hört auf herumzuspielen, Geralt. Alles hat seine Grenzen, auch meine Geduld. Ich bin nicht euer Spielzeug. Das dachte ich mir. Schade, unsere Begegnung hätte erfreulicher verlaufen können. Und doch halte ich stets mein Wort. König Foltest, mein geliebter Vater, behandelt mich wie ein Kind. Und Kinder dürfen sich nicht in Politik einmischen. Bald wird er begreifen, wie blind er war. Das ist alles. Ihr dürft euch entfernen. Euer Hoheit.
Hinfort, ich wünsche allein zu sein. Okay. Geralt, ich hab... Und? Ihr solltet... Wieso soll... Er wird... Seid ihr... Nur im Bett. Okay. Was? Zu Hause, Geralt. Zu Hause. Wieso? Hier ist mein Bett. Hexer. Mann. Wegen meiner Identität. Schon Fortschritte gemacht? Ich analysiere das alles noch. Wir sehen uns später. Naja. Eine Schale. Juhu. So. Wieso muss ich eigentlich immer alles erfarmen, wenn ich eine Hexe habe, die mir alles herzaubern kann? Entschuldigt mich, Anna. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Ah. Geralt. Sie ist übrigens weg jetzt. Ich habe eure... So, Deckard, der Leuwarden, Adliger, bla bla bla. Die Wachen sind weg. So. Freut mich, dass Sie hier seid. Gern doch. Was gibt's? Ein altes Sprichwort lautet, jeder Feind meines Feindes ist mein Freund. Kommt zur Sache. Geralt, ich bitte euch. Hört euch an, was der Clan zu sagen hat. Lasst mich raten. Ihr braucht jemanden, der die Drecksarbeit erledigt und habt euch gedacht, ein Hexer mit Gedächtnisverlust wäre perfekt geeignet. Genau. Helft ihr, die Salamandra zu vernichten? So. So, ich werde darüber nachdenken. Ich helfe euch, aber das heißt nicht, dass wir Freunde sind. Ich helfe euch. Aber das heißt nicht, dass wir Freunde sind. Wunderbar. Das entspricht dem, was wir gehört haben. Alle Geheimbünde brauchen Gold. Fistech bringt für die Salamandra den größten Profit ein. Unsere Spione berichten von einem neuen Salamanderlager draußen in den Sümpfen. Die Kräuter werden geerntet und dann zu einem anderen Stützpunkt in Visimas Tempelbezirk geschafft. Schon wieder Sumpf- und Elendsviertel. Na toll. Wir sind sicher, dass ihr beide Lager zerstören könnt. Wenn ihr Unterlagen und Beweise findet, die uns helfen könnten, kommt wieder zu mir. Jawohl, Sir. Bitte um Erlaubnis, die Mission anzutreten, Sir. Beide Lager sind neu und ohne starke Befestigung. Das ist eine Kleinigkeit für euch. Einen Menschentrupp hingegen würden die Salamander mühelos abschlachten. Da opfert man doch lieber einen Hexer. Wenn ich zurückkomme, weiß ich mehr. Kommt morgen wieder, falls ihr Hilfe braucht. Triss hat diese Formel speziell für euch besorgt. Okay, Schloss und Schlüssel. Ich muss meine Untersuchungen im Tempelbezirk und im Sumpf abschließen. Der Spur folgen. Ich soll eine Untersuchung im Tempelbezirk durchführen. Stufe aufgestiegen. Geil. Wir brauchen Zeit. Kehrt später wieder. Ja. Hallo, Süße. Hexer. Hexer. Wir sehen uns später. Toll. So, Echos von gestern. Hier wird ihm überfiel eine Bank. Ich glaube nicht, dass er nach seiner Tat noch... Was? Wo kommt der Quest denn her? Hä? Übrigens, wir sind gerade in Kapitel 3. Beziehungsweise Kapitel 2, Kapitel 3. Wir haben noch einiges vor uns. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte vom Spiel geschafft, glaube ich. Schön. Was hat der gemacht? Das verstehe ich nicht. Ich habe den Quest jetzt gerade nicht verstanden, weil irgendwas ist jetzt... Irgendwas ist, glaube ich, jetzt noch passiert, aber ich habe die Quest nicht mehr gesehen. Der Gewin hat irgendwas gemacht. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze! Ja. Ja, ich bin auch geil. So. Oh. Speichere mal lieber.
Ich brauche noch was zu trinken. Graf de Wett, Thaler. Hexer, beweist euch als ehrlicher Mann oder als Feigling. Was wollt ihr, de Wett? Dieser Schuft Thaler fügt sich dem königlichen Erlass nicht. Welcher Erlass? Der königliche Erlass, welcher das Siegel eures gnädigen Herrschers Foltes trägt und der ihn seines Amtes enthebt. Kraft der mir übertragenen Autorität etc. etc. wird Thaler hiermit seines Amtes als Geheimdienstchef Temeriens enthoben. Und Thaler widersetzt sich? Ihr macht Witze. Ja. Beweist, dass ihr ein wahrer Patriot seid. Tötet diesen Emporkömmling. Elende Lügen. Der Erlass ist gefälscht. Dieser hirnlose, korrupte Zelot will mich unbedingt tot sehen. Schweigt, verlauster Abschaum. Ihr werdet hängen, Verräter. Geralt, bringt mir den Emporkömmling. Und er muss nicht in einem Stück sein. Was? Ich werde ihn mit Vergnügen töten. Thaler kann gehen. Ich höre mir beide Seiten an. Okay. Ich höre mir beide Seiten an. Okay. Habt ihr euch entschieden? So. Ich höre mir beide Seiten an. Geralt, hört nicht auf diesen vollgepissten Betrüger. Was ist los, Thaler? Er ist darin verwickelt. Die gefälschten Erlasse. Aber ich dachte... Woher habt ihr das königliche Siegel, eierleckender Dreckskerl? Wie könnt ihr es wagen, mich zu beschuldigen, Wurm? Glaubt ihr, das Siegel ist gefälscht? Eindeutig. Wenn das hier ein königlicher Erlass ist, wo ist dann Foltests Unterschrift? Geralt, das ist eine Provokation. Der König muss nicht jeden Erlass unterzeichnen. Das Siegel ist echt. Ihr lügt, de Wett. Ich kann es beweisen und ihr werdet hängen. Ihr könnt gar nichts beweisen. Ergebt euch und lebt. Haltet euch da raus, Hexer. Niemals. Mich bekommt ihr nicht lebend, ihr Dreckskerle. So, lasst die Finger von ihm. Mich haltet ihr nicht zum Narrentaler. Ich höre mir beide Seiten an. Ich höre mir beide Seiten an. Wir können das sehr weit rausspielen gerade. Ich finde das gut. Hast du noch was zu sagen? Ich. So. Mich halte nicht zum Narrentaler. Lass die Finger von ihm. Die Frage ist jetzt natürlich, ne? Oh, ist schwierig. Wir haben keinerlei Beweise. Entweder das Siegel ist gefälscht oder es ist nicht gefälscht. Natürlich ist es so, wenn die Unterschrift drauf sein sollte, wäre es natürlich einfacher, aber die Unterschrift fehlt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steht 50-50. Die Frage ist, warum will der Foltest den Thaler weghaben? Oder geht es ihm einfach nur darum, dass wir den Brief gefunden haben? In dem Brief stand ja irgendwas drin, das mit irgendjemandem zusammenarbeitet. Die Frage ist jetzt aber, oh, jetzt muss ich mal diesen Wortlaut aus diesem Brief, den wir da gefunden hatten. Irgendwas ist erledigt und irgendjemand, das deren Boss irgendwas. Die Frage ist jetzt. Oh, ich bin gerade echt am Überlegen. Der Brief war sehr, sehr zweideutig. Also der Brief war eigentlich eindeutig, dass irgendjemand ein Verräter ist. Und irgendjemand hat die Salamander unterstützt. Die Frage ist jetzt aber, ist es der Thaler? Oder kommt der Thaler ihm gerade auf die Schliche und ist es der de Wett? Passt auf, ich mache mal Folgendes, einfach nur, weil ich es auch wissen will. Haha, ich bin sehr entscheidungsfreudig. Passt auf, ich möchte mich... Ich höre mir... Okay, ich speichere nochmal, weil ich will... Ich
bin mir zu 100%ig sicher, dass der Taler unschuldig ist. Ich würde aber gerne wissen, was passiert, wenn ich den Taler jetzt beschuldige. Oder wenn ich ihn umbringe. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass er unschuldig ist. Mich haltet ihr nicht zum Narren, Taler. Dann muss ich mich verteidigen. Sterb! So, okay.